Das Thema Digitalisierung beschäftigt mich seit ein, zwei Jahren. Ich gehörte mit Sicherheit nicht zu den Vorreitern dieser Welle, die sich mit Digitalisierung beschäftigt. Nicht, weil ich es nicht wollte, aber weil vorher andere Themen waren, die für mich interessanter waren, nämlich so das Thema demografischer Wandel und wie sind da die Auswirkungen auf Unternehmen. Aber ich glaube, gerade bei diesen Megathemen gibt es auch eine Gemeinsamkeit. Gerade im Bankenbereich haben wir in den letzten Jahren zunehmend Unternehmen, junge Unternehmen, die bestimmte Prozesse aus der Wertschöpfungskette einer Bank herausnehmen, um diese schneller, effizienter und möglicherweise auch besser zu machen und somit ein Stück weit Druck auf die Bankenlandschaft ausüben, weil dort dann ja auch Veränderungen in den Häusern notwendig sind. Ich muss mich dem neuen Wettbewerb stellen, ich muss aktiv damit umgehen und ich muss reagieren und ich muss schnell reagieren. Daher ist aus meiner Sicht dieses Thema deutlich präsenter. Und die Banken, gerade Volks- und Raiffeisenbanken, Privatbanken, Sparkassen, müssen sich diesem Wettbewerb stellen. Die drei Schwerpunkte, die wir bisher gesehen haben, sind grundsätzlich das Arbeiten bei Kreditvergaben, Kreditwiedervergaben, bei entsprechenden Entscheidungsvorlagen oder darüber hinausgehenden Antragsverfahren im Umfeld von Digital Office. Durch den Einsatz einer Digitalisierungsplattform komme ich eben weg von dem Einsatz von Papier, bekomme dort diese ganzen Transport- und Liegezeiten raus. Ich habe aber auch durch den Einsatz von Digitalisierungsplattformen den großen Vorteil, immer Tages-, Minuten-, Sekunden aktuell über den Arbeitsfortschritt der jeweiligen Antragsverfahren beispielsweise informiert zu sein und bin so immer up-to-date. Zuerst sei gesagt, dass wir unser ursprüngliches Ziel, also 90% unserer Prozesse papierlos zu bekommen, erreicht haben. Ohne es jetzt an Zahlen festmachen zu wollen, damit gehen aber eindeutige und spürbare Effizienzgewinne einher. Einfache Tätigkeiten wie Ablage kennen wir nicht mehr. Liegezeiten von Vorgängen sind quasi nicht existent, da Vorgänge einfach zeitnah bearbeitet werden. Bei unseren Bestrebungen der Digitalisierung der Geschäftsprozesse ging es uns primär darum, bestehende Prozesse wirtschaftlicher und effizienter zu gestalten. Als Kreditinstitut sind wir aber auch in besonderem Maße an regulatorische Zwänge gebunden. Das heißt, Prozesse müssen einfach gut dokumentiert und revisionssicher sein. Und das ist einfach ein Hygienefaktor im Bankgeschäft. Für uns war es eine besondere Herausforderung, dass sich neue Systeme in die vorhandene und vorgegebene Infrastruktur unseres Rechenzentrums einfügen müssen. Das dort vorgegebene Sicherheitskonzept kann nicht verändert werden. In einem Proof of Concept hat JobRouter alle diese Anforderungen erfüllt und unsere Mitarbeiter sind ganz intuitiv mit der neuen Anwendung zurechtgekommen. JobRouter ist heute neben Agri21 die wichtigste Anwendung in der Bank. Wir haben zahlreiche Prozesse digital und papierlos abgebildet. Prozessdesign ist im Endeffekt das Herzstück von JobRouter. Der Prozess steckt unter allen Applikationen, die Sie bauen und bietet dadurch eine individuelle Basis, die Sie jederzeit ändern können. Sie können Ihre Prozesse adaptieren, Sie können sie von einem Tag auf den anderen ändern und das ist ein großer Vorteil gegenüber Standardanwendungen, die Sie natürlich auch einsetzen könnten, die aber oft starr sind, die zwar Konfigurationsmöglichkeiten bieten, aber immer irgendwann an einem Ende kommen. Mit JobRouter gibt es das Ende nicht. Sie entwickeln Ihre Applikation weiter und passen sie jederzeit an geänderte Umgebungen an.